yeah, Elektrostadt. Tja, wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Marcel daher. In diesem Fall handelt es sich um den Kollegen Marcel M. aus D., der nicht nur ein, sondern zwei Pakete geschickt hat. Dieses und dieses. Keine Ahnung, was drin ist. Ihr auch nicht. Wunderbar. Marcel, wir werden das jetzt öffnen. Vielen Dank dafür. Ich habe im Moment nicht so wahnsinnig viel Zeit, um irgendwas zu basteln. Da kommt mir so eine Auspackfolge ganz gut. Marcel hat mich darauf hingewiesen, das Flache zuletzt. Also stellen wir das erst nochmal weg und wenden uns mal dem Inhalt dieses Kartons hier zu. Schon vorweg, ich werde in Zukunft eher Sachen gebrauchen können, die ich hinterher mal in einer Teardown-Folge oder so verhackstücken kann. Mit Bauteilen, ja, ist ein bisschen schwierig, weil ich eigentlich immer, wenn ich eine Idee habe, was ich bauen will, inzwischen genau das kaufe, was ich brauche. Und die Basics sind auch da. Also es war immer sehr lieb, wenn ihr mir Widerstände und LEDs und so ein Zeug geschickt habt, aber kann ich eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel damit anfangen. Also das nur, damit ihr nicht irgendwie Pakete schickt und dann traurig seid, wenn ich es weiterschicke oder irgendwas in der Richtung. Wie immer auch sein. Auf. Marcel hat so eine flussfreie Verpackung. Als erstes finden wir hier eine größere Menge Bubble Wrap. Ich werde diesen Bubble Wrap eventuell an Paul weitergeben, für den Fall, dass ich irgendwann mal keine Lust habe, im Büro normal zu arbeiten, sondern lieber hören will. So, ich sehe hier viele Dinge. Und es ist eines dabei, über das ich mich ganz besonders freue. Aber das zeige ich euch ganz am Ende. Das ist nämlich das coole Ding. Vorweg, ja, im Grunde genommen hat Marcel sich schon genau dran gehalten, was ich haben wollte, nämlich Geräte für Teardowns. Wir sehen hier ein DTW RFP 21. Da geht hinten ein Kabel rein und vorne keins raus. Ich würde also mal, ja, was könnte das sein? Das ist WLAN Access Point, würde ich mal drauf tippen. Vielleicht funktioniert das sogar noch, dann könnte ich den sogar gebrochen haben. Schauen wir mal. Dann, es handelt sich um ein Everspring automatisches Telefonwählgerät. Was ist ein automatisches Telefonwählgerät? Das erinnert mich irgendwie an Douglas Adams mit dem automatischen Anrufer, der sich mit automatischen Anrufbeantwortern unterhält. Ich glaube, das muss ich recherchieren. Also es kommt hinten auf jeden Fall ein Telefonkabel dran, so wie es aussieht. Na, man kann es aufschrauben. Ich vermute, ja, hier sind irgendwie so drei Schraubklemmen. Es ist irgendwie so, als würde man das an einem Telefon anschließen können und dann damit wählen und das Telefon, wenn jemand weiß, was man mit sowas macht, sagt. Ich würde vermuten, dass unser Marcel unter Umständen in irgendeiner Art und Weise im IT-Bereich tätig ist. Ich glaube, ihr werdet gleich wissen, warum. Was haben wir denn hier? Holla! Ein Psiontech Logics Gerät, wo irgendwas steht, dass vorne Laser rauskommt. Ein Psion Workabout mit einer RS-232 Schnittstelle. Ich glaube, 2 MB RAM steht drauf. Das könnte ein Barcode-Scanner sein. Marcel hatte sowas erwähnt, dass irgendein teures Gerät dabei ist, das er kaum benutzt hat, das aber eigentlich ganz cool ist und bei dem er bloß nicht weiß, was man damit machen soll. Er sich aber denkt, dass ich vielleicht eine Idee hätte. Ich glaube, damit meint er glatt das hier. Ein Barcode-Scanner, was zum... Da kann man auf jeden Fall mal schauen, wie es von innen aussieht. Oder es vielleicht sogar für irgendwas benutzen. Ich muss mal recherchieren, was das genau für ein Gerät ist. Meine Vermutung, dass Marcel eventuell im computertechnischen Bereich unterwegs sein könnte, liegt daran, dass wir hier nicht ein Netzwerkkabel drin haben, sondern noch mehr Patchkabel und mehr Patchkabel, noch etwas Patchkabel, dazu Patchkabel, 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 oh, Patchkabel, cool, die kann man immer gebrauchen. Dann
verdammt geil, also Patchkabel, hey, habe ich ja fast dran. Und genial, zwei Patchkabel. Und Patch, nein, ich glaube, das sind Batterieanschlusskabel fürs Auto. Dicke Kabel sind auch gut. Ja. Und jetzt kommt der Teil, um den es, glaube ich, bei dem gesamten Karton hier eigentlich ging. Ich habe mal so die Vermutung, dass das, was wir bis jetzt gesehen haben, alles Füllstoff ist. Jetzt kommt der Teil. Der Teil! Das Teil. Dum, 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 tadam. Dum, 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 dum. Es handelt sich hierbei um ein Apfel-iPhone. Der metallisch schimmernde Rahmen in Farbe sagt mir, dass es nicht irgendwie sowas ganz Altes sein kann, weil unter Steve Jobs hätte es solche Farben nicht gegeben, Jungs. Ich weiß nicht, was es für ein iPhone ist. Es steht auch nicht drauf. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert, aber eines garantiere ich euch, wenn ich damit durch bin, dann funktioniert es nicht mehr. Und ich habe auch so die Vermutung, dass es nicht mehr funktioniert, weil Entschuldigung, ein funktionierendes iPhone, das offensichtlich einer halbwegs aktuellen Generation angehört, so einfach mal eben zu verschenken, das macht keiner. Aber es ist eine hervorragende Gelegenheit, um einen Blick auf das Innenleben zu werfen und auszuprobieren, was mein Akkuschrauber gegen Gorilla-Glas ausrichten kann. Freut euch auf die Folge, Kinder. Ja. Übrigens für diejenigen, die botanisch ein bisschen gefordert sind und sich fragen, ob ich jetzt eigentlich schon ganz offen Hanf propagiere. So eine ähnliche Frage habe ich neulich bekommen. Das da, ja, das ist Chili Ear Honks. Ah, Vaniero. Blöden Dinger sind irgendwie dieses Jahr nicht richtig reif geworden und deswegen, ihr seht ja, blühen im November. Ja, blöde Pflanze. Egal. Einen habe ich noch. Schauen wir doch mal, was in diesem großen, flachen und auch sehr leichten Paket so drin ist. Vorsichtig öffnen, ja, fragile, sehr vorsichtig öffnen. Es sieht aus wie der Karton für die Einlagebirnen für meinen Serverschrank. Ich bezweifle zwar, dass Marcel mir Einlagebirnen für meinen Serverschrank zugeschickt hat, und ich bezweifle auch, dass die das Label zerbrechlich tragen würden, aber es ist ein Karton in diesem größten Maßen Dingens. Gibt's zu, ihr wollt doch nur sehen, wie ich mich hier schneide, weil ich einfach zu blöd bin. Nein, mach nicht, schneid mich nicht. Also es handelt sich um einen sehr gut geschützten Karton. Und ich zeige das hier nicht, weil der Name von Marcel M. draufsteht. Es handelt sich um eine Rechnung. Das wird interessant. Offensichtlich ist dieses Ding ja mal so gekauft worden und nie benutzt. Es ist nie ausgepackt worden, es war original verpackt. Es handelt sich um ein LCD-Display. Und zwar um ein Laptop-LCD-Display. Wenn schon die Händler LCD-Display schreiben statt LC-Display, ne, dann könnte man sie ihnen so lange um die Ohren hauen, bis sie Scherben sind. 1366x768 WXGA HD glänzend für LTN 156 AT01, was auch immer das ist. Compact Presario HP Pavilion Dell Inspiron 1570. Ja, also da gibt es ja diese preisgünstigen HDMI nach LVDS Adapter, die man bei eBay kaufen kann für 30 Euro oder so. Und damit könnte man das hier tatsächlich in Betrieb nehmen. Das ist nicht uninteressant. Das einzige solche Display, das ich im Moment rumfliegen habe und für das ich die geeignete Adapterplatine sogar besitze, ist ein 1024er und das ist natürlich mickrig. Aber hier sind wir ja eigentlich schon in einer Auflösung, wo man irgendwas mitmachen kann. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich stell's mal zu dem anderen und ich sehe zu, dass ich vielleicht irgendwo mehr so eine Controllerplatine organisiere, weil das ist eigentlich schon, das ist ziemlich groß und schön und es ist original, es hat auf jeden Fall, es ist ein Display von LG, das ist natürlich auch irgendwo qualitativ. Ja, cool, Marcel, danke, geil, also irgendwas fällt mir dazu bestimmt ein, ich weiß bloß noch nicht was. Und ansonsten freue ich mich natürlich sehr über dieses Patchkabel und dieses und die grob geschätzt 300 anderen. Vor allem,
wie viele sind das hier? Um diesen 10er-Pack, 3 Meter, nee, 5 sind's. Ja, das ist total geil. Wenn ich endlich mal wieder überhaupt. Falls du mir noch sagen könntest, ob das hier funktioniert oder nur zum Zerflexen gedacht ist, das wäre ganz geil, weil da mache ich mir keine Mühe, es in Betrieb zu nehmen oder rauszukriegen, was ich hier an den Serienport anstecken muss, sondern nehme es einfach auseinander. Und ihr, liebe Zuschauer, könnt euch darauf freuen, dass es dann demnächst irgendwann mal Teardowns geben wird. Von einem oder mehreren von diesen hier. Ganz sicher von diesem hier. Gut. Okay. Ich glaube, ich habe euch jetzt lang genug genervt. Das nächste Mal, wenn ich mich vor diese Kamera stelle, gibt es mal wieder was mit Platinennetzen. Weil ich habe jetzt alle Teile zusammen für mein übliches Elektronik Hello World. Wer mir ja schon länger folgt, weiß, was mein Elektronik Hello World ist. Und dieses übliche Elektronik Hello World werde ich mit ESP12E-Modulen durchführen, die ich mal mit dem Arduino Quark für ESP-Module befeuern will. Ich will das mal ausprobieren. Also eigentlich halte ich ja nicht sehr viel von dieser Arduino-Idee. Aber mal ganz ehrlich, wenn die Alternativen sind, ewig lang Toolchain zampfrickeln und irgendwie da lernen, wie die neue API funktioniert, oder einfach mal kurz in der Arduino-IDE im Programm schreiben und das auf die 4 MB Flash von dem Ding drücken, Arduino wird plötzlich erstaunlich attraktiv bei diesem Angebot. Ja, auf jeden Fall, demnächst gibt es da mal wieder was Richtiges mit Elektronik und bis dahin, tschüssing. Wirklich eine ganze Menge Patchkabel, die wir da reingesteckt haben.